Bist du eine Mutter, ein Vater, ein Kind? Dann habe ich heute eine Botschaft für dich, die dich wahrscheinlich ziemlich ermutigen wird. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott Familie unglaublich wichtig ist. Als er anfing, einfach seinen Weg mit der Menschheit zu gehen, dann fing er immer mit einem Mann, einer Frau an, hat sie gesegnet, ihnen gesagt, sie sollen fruchtbar sein, sich multiplizieren, sich fortpflanzen und einfach ihren Impact hinterlassen. Vielleicht bist du eine Mutter und du arbeitest von Sonnenaufgang bis Untergang und bist noch in der Nacht total beschäftigt. Und du denkst, du bist alleine, keiner sieht dich. Dein Mann, deine Kinder oder auch deine Frau, deine Kinder und die Menschen um dich herum sehen überhaupt nicht, was du tust und wie viel du opferst eigentlich jeden Tag. Aber ich weiß und ich kann dich ermutigen. Gott sieht dich und dein Impact, jede Kleinigkeit bleibt nicht unbelohnt. Weißt du, in der Bibel steht, dass selbst wenn wir einem seiner Geringsten ein Glas Wasser reichen, dann wird er es belohnen. Und ich glaube fest daran, dass er jeden kleinsten Schritt, jede Intention unseres Herzens, all die Gedanken in uns einfach sieht, dass er sie nicht unbelohnt und ungesehen lässt und dass auch diese Tränen er einfach alle aufhängt und dass er daraus etwas Gutes macht. Weißt du, Gott fing an mit Abraham und seiner Familie und er fing an, diese Familie groß zu machen, zu segnen und deren Nachkommen und deren Nachkommen und deren Nachkommen. Und sie wurden immer größer und vielfältiger, bis sie ein ganzes Volk waren. Und dieses Volk war sein auserwähltes Volk und ist sein auserwähltes Volk und es sollte nach seinen Rechtsbestimmungen, nach seinem Herzen leben, so wie er das sich vorgestellt hat von Anbeginn der Zeit, dass Menschen leben sollten. So sollte dieses Volk leben. Es sollte einen Unterschied machen in der Welt, einfach in den Menschen drumherum. Und er hat das Schwache und das Geringe erwählt, um seine Weisheit und Kraft darin stark zu machen. Er hat einfach gesagt, dass sein Fokus auf Familie liegt, auf den kleinen Dingen, auf den Dingen, auf die die meisten Menschen nicht gucken würden. Die Dinge, die den meisten egal sind oder wo man denkt, naja, ich müsste eigentlich dies und das tun, um wirklich erfolgreich im Leben zu sein. Ich müsste Karriere nachjagen, Geld ansammeln oder wir müssen irgendwas Produktives tun, irgendwas, was gesehen wird, was die Menschen als wichtig empfinden. Aber Gott hat das Schwache und das, was in den Augen der Menschen als töricht oder dumm erscheint, erwählt, um seine Herrlichkeit darin zu zeigen. Und er sagt, wenn du in den kleinen Dingen treu bist, dann werde ich dich belohnen und dann werde ich dich auch über große Dinge setzen. Und sein Prinzip ist, einfach dem öffentlich zu vergelten, was du heimlich oder insgeheime, im Verborgenen tust und machst. Wenn du immer wieder gute Samen säst, immer wieder dich aufraffst und einfach das tust, was Gott als gut verheißt, dann legt er seinen Segen darauf. Dann lässt er gedeihen. Und das, was wir darin falsch gemacht haben oder wo wir drin zu kurz gekommen sind, da legt er seine Gnade darüber und da lässt er sagen, ich werde in den Schwachen mächtig sein. Das, was du nicht kannst, das werde ich tun. Da, wo du einfach nicht weiter weißt oder deine Weisheit mangelt, da werde ich eingreifen und ich werde es zum Besten führen. Also, ich möchte dir einfach zeigen, dass Familie wirklich einen hohen Stellenwert im Reich Gottes hat. Familie ist die Basis von allem eigentlich. Familie und Kindsein ist ein geschützter Rahmen, einfach in dem Menschen wachsen können und lernen können und reifen können, in dem Liebe herrscht und dem man auch Fehler machen darf. Familie ist etwas, was uns einfach stark macht für das Leben hier und uns hilft, einfach größer zu werden, über uns hinauszuwachsen. Ja, und Gott ist diese Familie wichtig. Also, sei gesegnet.